Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und ja, vielleicht macht man das nicht so, vielleicht gehört sich das nicht so, aber ich muss mich ein bisschen dafür entschuldigen, wie dieses Mal die Prognose gestaltet ist. Es hat ein paar organisatorische Probleme gegeben, das ist alles andere als optimal. Zudem war ich beruflich relativ stark eingespannt, deswegen, also es gibt da jetzt nicht irgendwie einen Hauptschuldigen oder so, es war so eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen und den Jungs, wir, ja, geloben auf jeden Fall Besserung in irgendeiner Art und Weise. Jetzt geht's aber erstmal los mit der Prognose. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und ansonsten, ja, hören wir uns. In der MEWA Arena sollte also heute Mainz 05 auf Borussia Mönchengladbach treffen. Und die Mainzer fingen auch stark an mit Dominik Chor und Barrero. Und Chor mit einer ersten Flanke, die allerdings zur Ecke geklärt werden konnte von den Gladbachern. Die Ecke wird dann auch direkt getreten von Jean-Paul Boetius. Dieser bringt den Ball mit viel Tempo auf den ersten Pfosten. Und Onisivo mit einer ersten Duftmarke in Richtung Gladbacher Tor. Sommer hätte da nicht viel ausrichten können. Guter Kopfball, aber der Ball geht trotzdem einen guten Meter vorbei. Dann mal Gladbach mit Hofmann und Player und Stindl. Stindl wird da vielleicht gefoult, kommt dann. Aber nochmal an den Ball, aber Robert Zentner. Stark gehalten vom Mainzer Schlussmann, der wie viele andere Mainzer Torhüter in der Vergangenheit aus der eigenen Jugend kommt, wie zum Beispiel ein nach Stuttgart abgewandter Florian Müller. Aber dann kam mal wieder Mainz mit Jean-Paul Boetius und Anderson Lokogui, der da den Ball vergisst, aber nochmal dann das Spiel schnell macht. Und dann ist es Karim Onisivo und das 1-0 für den ersten FSV Mainz 05. Platziert ins Eck, da kann Jan Sommer absolut nichts ausrichten. Und dann sind die Mainzer hier zu schnell für die Gladbacher. Wie gesagt, keine Chance für Jan Sommer und ein eiskalter Abschluss von Onisivo ist man ja nicht unbedingt gewöhnt von ihm. Ein Stürmer, der unfassbar viel arbeitet für die Mannschaft, aber die Chancenverwertung ist bei ihm immer das Manko. Aber wenn er die Chancen machen würde, würde er halt auch nicht bei Mainz 05 spielen. Dann Gladbach mit Hofmann und Neuhaus traf in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegen Mainz, also Florian Neuhaus. Und dann Player und dann wieder Robin Zentner. Der 27-jährige Deutsche, stark gehalten, kommt flach ins Eck und dann ist er richtig gut da. Kann mit beiden Händen den Ball an die Seite abklatschen. Gladbach kam dann aber wieder. Die Schlussphase begann jetzt so langsam und Gladbach stand unter Druck. Lagen ja hinten und das, obwohl sie überzeugend den Pokal gewinnen konnten und machen hier auch noch das Tor. Alisson Player, der Franzose, der in dieser Saison noch nicht ganz überzeugen konnte, trotzdem natürlich ein überragender Stürmer ist. Und das zeigt er hier auch. Kommt da aus spitzem Winkel zum Schuss, aber schlänzt ihn dafür perfekt in den Winkel. Keine Chance in dieser Situation für Robin Zentner. Endergebnis in Mainz, also ein 1:1. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am Samstagnachmittag. 4 Spiele stehen auf dem Plan. Wir starten in Wolfsburg. Letzte Woche wieder gut machten, gewannen sie ebenfalls mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart. Der VfR Wolfsburg gewann am Dienstag das Spiel gegen Salzburg mit 2:1 in der Champions League. Und der VfR Wolfsburg. Danke erstmal dafür, die ersten Eindrücke aus Wolfsburg von Linus. Und jetzt ist Paul für euch in Stuttgart. Mit Mainz aus. Musste letzte Woche gleich zweimal gegen die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz antreten.
Beide Male ging das Duell verloren. Einmal im DFB-Pokal in der Verlängerung mit 3:2, einmal in der Liga mit 2:1. Dankeschön, Paul, das erstmal aus dem Schwabenland ab ins Ruhrgebiet. Bochum empfängt Hoffenheim. Sascha hat ein Auge drauf. Gladbach am letzten Sonntag nicht wirklich viel Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nun will man hier an der Castorper Straße, genauer gesagt im Vonovia Ruhrstadion, das anders machen und sich endlich mal ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen, damit man nicht in die Gefahr kommt auf den 17. Danke, Sascha. Eine vierte Station gibt es noch, die ist in München. Der FC Bayern hat Freiburg zu Gast und da wollen wir die Konferenz dann auch gleich starten. Flecken im Tor, Schlotterbeck, Lienhardt, Schlotterbeck, Höfler, Eggestein, Kübler, Günther, Grifo, Jung-Wu und vorne Höhler im Sturm. So, Goretzka steht bereit, Lewandowski steht bereit am Punkt. Alle stehen bereit. Und es geht los. Bayern mit dem Anschluss jetzt in den roten Trikots von links nach rechts. Mit dem Ballverlust. Eggestein. Höfler. Sané. Passt auf, Davis, Müller, Lewandowski, Sané über den Flügel, Umschaltchance. Stehen jetzt 5 hinten bei Freiburg und da kommt Bayern auch nicht vorbei. Tor in Bochum. Höfler auf Höhler. Für die TSG Hoffenheim. André Kramaric haut einen richtigen Strahl raus. Da sehen wir es auch mal in der Wiederholung. Der Geiger. Summer Sieg läuft eben weiter und dann ist da Kramaric mit dem Strahl zum 1:0 für die TSG Hoffenheim. Manuel Riemann muss sich geschlagen geben in der 5. Spielminute vor der berühmten Ostkurve der Bochumer. Hier steht schnell 5:0. Tor an Stuttgart. 5:0, ja. Pardon. Ja, 5. Tormöglichkeit in dieser Partie, obwohl man das hier nicht mal wirklich als Tormöglichkeit werten kann. Außerhalb des 16ers schießt er hier einfach mal aus dem Stand und trifft perfekt ins Kreuzeck. Keine Chance für Fabian Bredlo, dem Ex-Klubberer. Visiert hier den Winkel an Robin Hack und trifft diesen perfekt. Das ist mal ein Blitzstart, ein unerwarteter Blitzstart. Und der VfB Stuttgart konnte definitiv noch keine Akzente nach vorne setzen. Und beginnt auch hier mit einem schlampigen Pass. Jetzt Lauersen, Pieper, Andrade, Schöpf, Klos wieder in der Nähe des gegnerischen 16ers am Ball und Lamé und die nächste Schusschance. Jetzt Al-Ghadoui, der vor ein paar Jahren noch Regionalliga spielte und Stuttgart jetzt noch im Team verliert, aber direkt den Ball. Wieder Robin Hack, Pritel, Hack, Lamé, jetzt auf die Außen gespielt, auf Edimilson Fernandes, die Leihgabe aus Mainz, Klos, spielt sich hier durch, aber dann ein ungefährlicher Ball und Bredlo macht das Spiel schnell und spielt direkt mit dem Fuß zu seinem Mitspieler, jetzt Ito in der Zentrale. Durchaus aktiver Start in dieser Konferenz. Stuttgart liegt 0:1 hinten. Wir springen nach Wolfsburg. Weiterhin Linus für euch dort. Vielleicht jetzt mal eine tolle Szene. Über außen. Und es gibt den Einwurf für den VfL Wolfsburg. Ja. Tolle Szene jetzt. Toll gespielt. Das ist ein Meka und er ist drin. 1:0 für die Wölfe. Die Führung für die Außenstädter. Wunderschön vorbereitet. Keine Chance hier. Wir sehen es nochmal hier. Wundervoll vorbereitet.
und die Torlinientechnik, ja, das ist ganz klar ein Tor, da kannst du nichts anderes sagen. 1-0 Wolfsburg. Zwar Glück, aber verdient ist die Führung. Also 1-0 für VW Stadt. Dann. Danke, Linus. Der nächste Treffer in der Konferenz in Wolfsburg ist er gefallen. Wir springen nach München. Gregor weiterhin für euch dabei. Blatt von vorgestern. Beim Spiel gegen Benfica haben sie ja 5-2 gewonnen. Aber trotzdem, vorgestern ist nicht so lang her. Und da haben sie jetzt auf jeden Fall ein paar Probleme. Merkt man Lewandowski Flecken. Erste gute Möglichkeit. Oder generell erster Abschluss. Flecken passt auf. Kurzes Eck war ziemlich offen. Flecken beschwert sich, war aber auch zu einfach. Ecke kommt wieder kurz auf Gnabry. Wieder auf Sané. Diesmal Müller noch dabei. Kein Abseits. Lienhardt, pass auf. Gnabry. Sané nochmal. Süle wieder Sané. Hier warten wir erstmal noch auf den Treffer. Situation geklärt. Wieder nach Bochum mal vorbeigeschaut. Dort steht's seit langer Zeit 0-1. Für den VfL. Da sehen wir nochmal den Strahl. Ein sehr schönes Tor. Das muss man auch erstmal genauso schießen. Eine wunderbare Schusstechnik vom Kroaten. Zum 1-0 hier in Bochum. Für die TSG jetzt die Ecke. Wenn ich das richtig sehe, von hier ausgeführt von Eduard Löwen. Bebu Grilic schlägt ihn raus. Bebu kommt da ran. Der kommt ran. Danilo kann sich aber zwischen ihn und dem Ball drängen. Aber Bebu, da kriegt den Einwurf dann doch zugesprochen. Also doch Erfolg gehabt. Beim Angehen vom Nationalspieler Ilas. Bebu. Samaseku. Rudi. Bebu. Jetzt rausläuft Robert Sko. Der kann reinflacken. Macht den, will die Kussvariante auf Ilas Bebu. Der spielt den Strafraum. Kramaric. Starke Parade von Manuel Riemann. Der ewige Manuel Riemann, auch beim VfL Bochum. Tor in Stuttgart. Schon seit Jahren Stammkeeper. Wäre fast abgestiegen im Jahr 2000. Dem Aufbaufehler von Bielefeld schaltet Stuttgart hier zu schnell für die Bielefelder. Und dann steht Klimowitz allein vom Kasten von Ortega Moreno, dem Deutsch-Spanier. Und dann macht das aber auch Klimowitz klasse. Schiebt den Ball links hoch. An Ortega vorbei. Der kann sich da strecken, wie er will, kommt aber nicht an den Ball heran. Und so sehen wir hier zwei frühe Tore. In der 31. Minute steht es hier also 1-1. Jetzt Schöpf auf Lauersen. Wieder Schöpf und Klos. Jetzt Lame. Will sich da durchtanken, verliert dann aber den Ball. Und jetzt ist Bredlo hier am Ball. Noch knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Der VfB Stuttgart hat ausgeglichen gegen Bielefeld. Wolfsburg führt noch 1-0 gegen Augsburg. Linus, bitte. Curie. Sedi. Pedersen. Stindl. Caligiuri vielleicht. Und das muss Freistoß geben für die Augsburger, genau. Die Wölfe-Fans sind in Angst. Sie wollen nur kein Gegentor fangen. Das wäre gegen niemand gut. Egal, ob von Kreisklasse bis zum FC Augsburg, wäre das die Katastrophe, hier ein Gegentor zu fangen wegen den Emotionen. Jetzt mal Augsburg mit dem Freistoß. Vielleicht mal eine tolle Szene aus 25 Metern. Das ist ein toller Pass und abgeblockt vom Wolfsburger.
Und jetzt Jannecke, der versucht es nach vorne zu kontern und jetzt vielleicht mal... Vor der Halbzeit, Eduard Löwen, der Leihspieler von der Hertha, trifft zum 1:1. Schön gemacht. Aus nicht so spitzen Winkel. Da sehen wir nochmal, wird der Ball von Asano reingedribbelt. Schöner Hackenball und dann ist es die Vorlage von Polter und Eduard Löwen, der nur noch einschieben muss. Schlägt dann auch Oliver Baumann, der sich hier zum ersten Mal geschlagen geben muss, zum 1:1 in der 44. Spielminute. Erzielt das Tor. Tor hier in Bochum und Platzverweis in Stuttgart. Paul, was ist da los? Das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber wir können ja nochmal auf die Wiederholung gucken und der steigt hier Rüde gegen Edmilson Fernandes ein. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, tritt ihm da auf den Knöchel mit ausgestrecktem Bein. Aber aus so einer Position, auf so einer Position, so einzusteigen von Borna Sosa, grob fahrlässig. Und jetzt ist natürlich wieder Bielefeld vorne dran mit einem Mann mehr und dem Freistoß. Aber nochmal abgeklärt zur Ecke. Aber diese rote Karte ist für mich unverständlich, wie man in dieser Position so einsteigen kann. Der eingeschaltete verfahrene Borna Sosa, der ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und fast mit zur EM gefahren wäre, fliegt hier vom Platz. Und das überraschend und das ist das Tor von Klos. Bielefeld kann hier noch kurz vor der Halbzeit in Überzahl das 2:1 schießen. Jetzt spinnt hier zwar die Anzeige, aber es steht hier 2:1 für Bielefeld, die hier überraschend führen. Konnten ja noch kein Bundesligaspiel gewinnen und hier wuchtet sich Klos durch, der schon gegen Mainz traf im DFB-Pokal und hier gegen Fabian Predlo einnickt, der erneut keine Chance hat. Nach dem Strahl von Robin Hack, also ein wuchtiges Kopfballtor von Fabian Klos, dem Ex-Wolfsburger und dem Kapitän von Arminia Bielefeld. Und das nach der Freistoßmöglichkeit, die Borna Sosa, den Bielefeldern schenkte und da in dieser Situation auch noch vom Platz flog. Eigentlich 2 sind es jetzt geworden. Thomas Müller. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass vor der Halbzeitpause noch was kommt. Gnabry, Lewandowski, das war ja wie bei dieser anderen Prognose in Hoffenheim war's. Oder in Union, da hatte Lewandowski genauso ein gutes Auge wie jetzt genau auf Müller. Und das war eigentlich 1:1 so. 1:0, 45. Minute plus 2. Obwohl es eigentlich nur plus 1 sein sollte. Anstoß Freiburg und das ging schnell. Ich glaube, der Ball kam nicht mehr an, schon wird abgepfiffen. Pausenstand 1:0 für die Bayern, war es schwer durchzukommen. Eigentlich durch die Dreierkette, aber dann mit dem Vierer Mittelfeld ist es dann doch ein bisschen schwerer. Freiburg hat sich dann in der Fünferkette aufgestellt. Danke Georg, klitze kleine Pause, dann geht es gleich weiter in Durchgang 2. Zweite Hälfte, der FC Augsburg startet von links nach rechts in den weißen Trikots und will jetzt natürlich weiterhin kämpfen und den Druck erhöhen im zweiten Durchgang und auf 2:0 gehen. Das ist Pedersen über außen. Nein. Oh, mein Gott, Castets. Da musst du schon Vertrauen haben als eigener Spieler in deinen eigenen Keeper. Das war eine Szene, die hätte auch durchaus, wenn da ein... Sehr gut, und jetzt wird er für seine Leistung belohnt. Der Hoffenheimer, Didier Samaseku, bringt TSG zurück in Führung. Es ging los, wie in der ersten Halbzeit, kurz nach dem Anstoß trifft die TSG. Hier sehen wir, da steht auf einmal ganz frei und hat dann keine große Mühe, um den so reinzuschieben. Hier sehen wir es nochmal, sehr gut gemacht vom Hoffenheimer. Da sehen wir nochmal, der Jubel verdient. Ein verdientes Tor für den Mann, der mir hier sehr gut gefällt. Wieder 5 Minuten nach Anschluss, das passt ja perfekt. Wieder Eduard Löwen, Bebu.
Nochmal Sebastian Rudi, Samaseku, Robert Sko, Ilas Bebu, da wird der Ball gespielt, niemand kommt gut raus. Guter Auftakt in Halbzeit 2. Wir sind weiter auf Toresuche in Stuttgart. Erklärt werden von Daniel Didavi. Nochmal Schöpdeck Schalker. Der österreichische Nationalspieler spielt dann aber keinen guten Ball. Und der Ball geht ins Aus. Jetzt ein Wechsel bei Bielefeld. Jani Serra kommt in die Partie für Brian Lamé. Der Ex-Lautra und Ex-Dortmunder, der ja mal Innenverteidiger war, spielte bis vor der Saison bei Holstein Kiel, war Teil des Pokalwunders, wo Holstein Kiel die Bayern rauswurf. Jetzt spielt er bei der DSC Arminia Bielefeld, die eigentlich gute Saisons vor der Saison, gute Transfers vor der Saison tätigten, mit einem Krüger, mit einem Hack und eben mit einem Jani Serra. Jetzt Mangala. Edimilson Fernandes möchte ich auch nicht vergessen, der ja auch heute spielt und am Platz war, weil es mit beteiligt war. Jetzt die Davi und Mangala und nochmal Koulibaly. Endo, und dann ist es abseits von Koulibaly. Ja, ein Schritt im Abseits bei dem Schuss von Mangala. Das soweit hier vom VfB gegen Bielefeld, weiterhin 1:2. Wir schauen in München vorbei, da steht es noch 1:0 für die Gastgeber. Davis steht. Coman. Nach der Einwechslung nochmal Davis. Was ist das für eine Flanke? Aber es bringt was, Lewandowski. Was macht der? Er spielt in den Rückraum auf Goretzka, der schießt und es wird geblockt. Das wäre eigentlich das 0-2 gewesen, wenn Lewandowski abgeschlossen hätte. Günther. Höfler, Müller. Ballverlust, Höfler. Lewandowski und es geht wieder in die andere Richtung. Mit Coman, wieder Lewandowski und wieder Coman. Müller, Goretzka, Lewandowski, Coman, Lewandowski. Davis steht, muss er eigentlich auch mitnehmen, macht es alleine. Davis wird mitgenommen. Nochmal zurück auf Coman. Schaut langsam danach aus, als würde Freiburg die erste Niederlage der Saison kassieren. Wie sieht das in Wolfsburg aus? Weiterhin 1-0, ebenfalls für die Gastgeber. Augsburg muss langsam mal kommen. Einwechslung, Gerhard kommt und Franix geht. Und bei Augsburg kommt der Niederlechner und der Finn Bogason geht ebenfalls. Wolfsburg ist auf dem Weg zum 2:0. Tor in Stuttgart. Ist an dem Winkel. Nicht ganz so aus dem Stand wie Robin Hack in der ersten Halbzeit und auch die Distanz war kürzer. Aber trotzdem ein starker Abschluss von Matteo Klimowitz. Und den knallt der Ortega oben in den Winkel. Keine Chance für den Bielefelder Torwart. Und jetzt kann Stuttgart hier nochmal ausgleichen und das in Unterzahl. Das wird die Bielefelder auf der Bank nicht erfreuen. Jetzt ja, hier in Stuttgart ist tatsächlich einiges geboten. 2:2 steht es, der VfB gleicht aus in Unterzahl. Kommt der VfL Bochum gegen Hoffenheim dennoch zum 2:2? Lieber Sascha. Oder spielt Bochum das 2:1. Das 2:2, pardon. Rudi jetzt. Samaseku, Rudi. Baumgartner. Apoguma. Kramaric. Spielt den Ball raus auf Apoguma.
Kramaric, könnte er den reinflanken, tut er nicht. Bebu am Strafraumrand. Gut, 7 Minuten hier noch. Kramaric! Manuel Riemer mit einer starken Parade. Ah, war von mir aus falsch gesehen. War doch Bebu. Sehen sich jetzt nicht so ähnlich. Da hatte ich anscheinend hier einen kleinen Knick in der Optik. Aus meiner Kommentatorenkabine hier raus. Aber tat ja nichts zur Sache. War ja kein Tor. Gut, 7 Minuten hier noch. Gacinovic kommt jetzt rein. Für den meiner Meinung nach soliden. Wechsel hier, Wechsel in der Konferenz. Nochmal München bitte. Gnabry kommt nicht durch an Günther. Bleibt lange stehen und dann kriegt er den Pass von Pavard. Da ist unten rechts am Spielfeldrand alles offen. Jetzt ist er auch da. Kübler. Kein Abseits von Jong-Wu. Kübler, Flanke. Kimmich, passt auf, Coman. Süle. Draußen steht Tor in Stuttgart. Kimmich. Verteidiger von Borussia Dortmund. Jetzt Stürmer. Und da zeigt er auch sein Stürmergehen. Und ganz Bielefeld freut sich hier. Das könnte der erste Saisonsieg sein. Sie müssen nicht mehr lang spielen. Es sind nur noch 5 Minuten mit eventueller Nachspielzeit. Und Jani Serra haut hier den Ball unhaltbar für Fabian Bredlo. Rechts ins Eck. Und das ist die 3-2-Führung. Eine nervengeladene Partie. Eine spannende Partie, die alles hatte. Von einem strittigen Platzverweis. Ja, was für ein dramatisches Spiel in Stuttgart. In Wolfsburg ist es ebenfalls noch eng, aber die Zeit läuft den Fuggerstädtern davon. So ein Unterschied wäre es also normaler gewesen, dieses Ergebnis. Ein typisches Spiel für 2 Tore Unterschied. Nochmal Wechsel, Ginczek für Mekka. Also, und jetzt Dorsch für Vargas. Vargas eine gute Partie. Und Wolfsburg wechselt und das ist die letzte Defensivaktion oder wie genannt nochmal Eckel und jetzt eigentlich muss das Ding doch durch sein und es ist vorbei. Der VfL Wolfsburg gewinnt verdient mit 1:0 gegen den FC Augsburg. Viel zu niedrig, aber trotzdem Augsburg, es war nur scheinbar ein einmaliger Fass. Professioneller Auftritt gegen den VfB Stuttgart, aber ja, hier verliert man mit 1:0, aber völlig zu Recht. Im EK der Matchwinner, Glückwunsch VfL. Danke Linus, hier ist vorbei, die letzten Züge holen wir uns in Bochum ab bei Sascha. 2 Minuten gleich abgelaufen, es wird mit einer deiner Niederlage weitergehen. 2:1 verloren, das ist das Resultat nach den letzten beiden Spieltagen für den VfL Bochum. Die TSG damit mit 2 Spielen in Folge gewonnen. Wir verabschieden uns hier aus dem Vonovia Ruhrstadion zu Bochum und geben zurück ins Studio. Und das war's dann aus der Konferenz. Relativ torarme zweite Halbzeit, trotzdem haben noch einiges erleben können. Das soll es soweit von hier gewesen sein. Jetzt gibt's die Tore nochmal im Schnelldurchlauf.
Zum 11. Spieltag empfängt Wolfsburg den FC Augsburg und rein in die Partie. Und Wolfsburg von Anfang an klar die bessere Mannschaft. Jetzt erst die erste richtig große Szene des Spiels, 19. Minute. Toller Pass von Luka Bakio auf Meka und der ist gleich drin. 1:0, auch wenn es kurios ist und Unsicherheit auf dem ersten Blick. Aber wir sehen, der Schiri, der Linienrichter und der Videobeweis und die Torlinientechnik sagen alle eindeutig, das Ding ist drin. Also 1:0 Wolfsburg, die Führung verdient. Und ja, das Ding war so eindeutig. Und dann Wolfsburg drückt weiter, aber Giekiewicz ist zur Stelle. 25. Minute war das. Tolle Szene durch Elmeka erneut. Der ist einfach aktuell Spitzenklasse hier bei VfL Wolfsburg. Wolfsburg lässt nicht locker, versucht es immer wieder. Augsburg hier chancenlos, das ist wieder Elmeka. Und Giekiewicz, der ist zur Stelle, fast das 2:0 hier. Das hätte es sowas von sein müssen hier. Eine Pflichtaufgabe vor dem Herrn hier, was es eigentlich sein hätte müssen. Aber sowas von 1:0, aber nur zur Pause hier. Und jetzt geht es in den zweiten Durchgang. Und da haben wir so viele Chancen, dass wir gar nicht alle zeigen können. Hier mal endlich FC Augsburg vor dem eigenen Kasten. Aber dann, wo es auch mal klappt, das ist toll über außen. Und dann geht's mal Richtung Strobel, Meyer. Und der sieht Brooks, der aber blockt ab, der Anthony Brooks. Und wir sehen ganz klar Abseits, ganz deutlich. Dann schon die 90. Die letzte Szene gehörte Arnold, aber Giekiewicz hielt das 1:0 fest. Es ist so glücklich für Augsburg, nur 1:0 in Wolfsburg verloren. Aber trotzdem, Wolfsburg sammelt weiter und punktet damit so richtig langsam oben mit an. Glückwunsch, VfL. Herzlich willkommen zum Samstagabendspiel in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gegen den BVB. 90 Sekunden gespielt, es geht direkt in die erste Chance und da ist Steffen Tigges. Das war die erste Chance im Spiel, die direkt gemacht wird. Zweites Bundesliga-Tor war es von Steffen Tigges. Letzte Woche ja in Dortmund gegen Köln getroffen. Heute traf er wieder ganz früh in der dritten Spielminute gegen RB Leipzig. Aus Spitzenwinkel haut er nebeneinander rein. Ist schon wahrscheinlich Gulaschi vorbei und dann war es ein leichtes für den normalerweise Drittligastürmer in der zweiten Mannschaft des BVBs. So ging es hier gut los in Leipzig, aber dann kam Leipzig direkt in der 17. Spielminute mit Silva. Lag ihn auf Haidara und der macht ihn auch rein. 18. Minute. Leipzig glich aus. Sehr spannende Anfangsminuten in der Red Bull Arena zu Leipzig. Haidara glich dann relativ früh, Viertelstunde nach dem Treffer der Dortmunder auch aus. Schöner Schuss. Nichts zu machen für Gregor Kobel. Einfach ein schöner Strahl vom jungen Franzosen. Aber Leipzig drückte in der Folge. Silva spielt ihn raus auf Forsberg, der ja vor zwei Wochen seinen 30. Geburtstag feierte und dann war da nochmal Nkunku. Nkunku ein bisschen ja in seiner Prime, möchte man sagen. Es stand 2:1 auf einmal für RB Leipzig. Haut er den da auch aus kurzem Winkel rein. Nichts zu machen für Gregor Kobel. Da sehen wir es nochmal. Kurze Distanz. Da hatte Gregor Kobel nicht die Chance, den Reflex noch auszupacken aus der Distanz. Da sehen wir es nochmal. Schöner Schuss. Und damit ging es dann auch in die Halbzeit mit einem 2:1 für RB Leipzig. Tigges und der doppelte Haidara bestimmten die Anzeigetafel in der ersten Halbzeit. Und dann spielte auch noch Leipzig jetzt in der 59. Spielminute. Wolf, der immer mehr sich auf der rechten Seite etabliert. Und dann war da auf einmal Silva. Silva, 3:1 für Dortmund. Dortmund demoralisiert.
Nach 60 Minuten stand hier 3:1, André Silva. Noch nie richtig in Leipzig angekommen, jetzt trifft er mal. Wie, auch ein sehr schwer zu machender Wasserkurbel. Eine sehr gute Schusstechnik vom Portugiesen, die er ja letzte Saison bei der Eintracht gut unter Beweis stellen konnte. Und jetzt nochmal Leipzig. Es spielte wirklich nur Leipzig, Dortmund nur in der Defensive und die war nicht mal gut, die Defensive. Silva war schon wieder alleine vor Kobel und dann haut er den natürlich auch rein. Ein Stürmer von solcher Klasse macht ihn dann auch. Es stand 4:1 für RB Leipzig, die furios aufspielten gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund. Da sehen wir es nochmal. Schöner Pass dann aber auch von Haidara und dann lässt sich aus gut 17 Metern mal André Silva diese Chance auch nicht nehmen und taut ihn dann auch ganz cool rechts oben rein. Und dann sollte es doch noch mal das 50 geben. Es war jetzt schon der höchste Bundesliga-Sieg der Leipziger gegen den BVB. Sollte es noch einer sein? Es sollte noch einer sein. Nkunku mit dem 5:1 gegen den BVB. Man fragt sich, was ist da los? Zweite Schlappe. In Amsterdam das 4:0 vor ein paar Wochen und jetzt wieder 5:1. Die Dortmunder Defensive in dieser Saison sehr wackelig. Gerade mal 2:0 Spiele in dieser Saison. Aber auch schöner Abschluss von Christopher Nkunku, der immer wieder zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Aber dann kam in der 89. Minute doch nochmal Dortmund, aber den Gulasch. Aber da macht doch mal gefährlich und dann ist es das. Das 5:2. Wieder Tigges. Tigges auch furios. Jetzt 3 Bundesliga-Tore in nur 2 Spielen. Aber auch da macht die Leipziger Defensive das nicht gut und dann haut den Tigges da Volley rein. Vielleicht auch ein bisschen abseitsverdächtig, aber der VAR griff nicht ein. Und dann macht Tigges sein zweites Tor, sein drittes Tor im zweiten Spiel. Ganz cool. Aber dann war es das auch. In Leipzig, RB Leipzig gewinnt 5:2 gegen Borussia Dortmund. Wir geben zurück. Die Hertha empfang Bayer 04 Leverkusen am Sonntag im Olympiastadion und es war eine sehr, sehr schwache Leistung beider Teams. Hier mal ein Beispiel, wenn mal ein Team weitgehend nach vorne kam, kam der Gegner dazwischen, beiderseits. Dann in der 36. Spielminute ein toller Pass und Poyampalo erzählt das 0:1 aus dem Nichts. Leverkusen führt mit 1:0 im Olympiastadion und das war souverän herausgeholt. Toller Pass und keine Chance hier in dieser Szene für den Hertaner Keeper Schwolo. Wunderschön in Szene gesetzt und dann zieht Poyampalo der Finne ab und macht das 1:0 für die Gäste aus Leverkusen. Aber die Hauptstädter, sie ließen sich nicht hängen und kamen so auch mal nach vorne. Das ist Selke. Der hat das Zusammenspiel mit Kunja, der wieder auf Selke. Und das ist der Prinz Boateng. Und der verpasst am Ende den Ausgleich. Also, die Hertha nicht schlecht im eigenen 16er und versucht somit auch besser vorzukommen. 0:1 zur Pause heißt es. Also, es ist das Spiel, was bis jetzt hier am enttäuschendsten ist von allem. Zur zweiten Hälfte kommt Leverkusen. Das ist Debebay und der zieht mal ab, aber verpasst am Ende. Da ist der Keeper Schwolo zur Stelle. Die Hertha kommt auch mal nach vorne. Das ist Jovicic und die wollen den Ausgleich und das ist Luke Bacchio. Tolle Szene für den Belgier, der verpasst hier das 2:1. Leverkusen versucht es, das ist Wirtz und dann
aber Schwolo da und hält die letzte Szene der Partie fest. Aber es nutzte nichts, denn am Ende blieb es da beim 0-1 und das ist es dann gewesen. Leverkusen gewinnt den Krimi in Berlin und punktet sich soweit wieder weiter hoch. Möglicherweise ist der Begriff Topspiel bei Köln gegen Union etwas übertrieben, aber es sind extrem formstarke Mannschaften, die hier am Sonntagnachmittag aufeinander trafen. In den weißen Trikots der erste FC Köln in der 26. Minute mit einer richtig dicken Chance und nochmal die Möglichkeit. Und dann schlägt er ein. 26. Spielminute 1:0. Sebastian Andersson bringt die Geißböcke in Führung, durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt. Der Führungstreffer, Union Berlin hatte hier bei schwerem Geläuf seine Probleme, das Spiel aufs Feld zu bringen. Und der sonst so gut haltende Andreas Lute verschätzt sich hier ein gutes Stück und kann den Ball aus der Distanz nur noch hinterher schauen. Selbstverständlich die große Freude, aber Union hatte die Möglichkeit, nur wenig später auszugleichen mit dem Distanzkracher. Guter, vernünftiger Freistoß von Christopher Trimmel. Traut sich da viel zu, ist im Endeffekt dann aber auch nicht so richtig gefährlich. 1:0 nach 45 Minuten. Wie gesagt, das war schon in Ordnung. Der erste FC Köln sicherlich die bessere Mannschaft. Union Berlin aber im zweiten Durchgang dann motivierter, das auszugleichen. 63. Minute. Ganz stark gesetzter Kopfball von Grisha Prömel. Aus dem Stand setzt er den da ins obere Eck. Aber Timo Horn kriegt den noch rausgekratzt. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Noch einmal der erste FC Köln, der ist hier in der Situation, aber verpasst, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der geht wirklich ganz knapp am Winkel vorbei. Köln drehte aber nochmal auf, ließ nach hinten nichts mehr anbrennen. So nochmal die Chance. 84. Minute, Thielmann. Aber auch er schafft es nicht, den 2:0 Treffer zu erzielen. Aber das dürfte Steffen Baumgart egal sein. Köln gewinnt mit 1:0 gegen den ersten FC Union Berlin. Greuther Fürth empfängt zum Abschluss des 11. Spieltags Eintracht Frankfurt und führt in den weißen grünen Trikots beginnend so gut wie lang nicht mehr. 1:0 durch Itte nach 13 Minuten. Frankfurt enttäuscht mal wieder. Die Führung für die Kleeblätter. Und das ist wunderschön herausgespielt. Keine Chance für Kevin Trapp. Da lässt die Eintracht hin der Mannschaft. Kevin Trapp alleine. Sorry wegen dieser Qualität, da kann ich nichts dafür, habe es versucht, auf höchste und beste Qualität zu übertragen, aber das ist ein Fehler wohl von diesem Spiel, vom Computer. Also da kann ich nichts zu nicht wundern. Weiter jetzt in dieses Spiel, die Szene jetzt ungeschnitten. Jetzt passiert nämlich gleich das Nächste. Jetzt kommt nämlich mal die Eintracht nach vorne. Das ist Kamada auf Rode, der auf Boré und das ist Lindström. Ausgleich 1:1. Nur 4 Minuten später der Ausgleich für die Eintracht. Buchert konnte da wirklich nichts machen. 1:1. Wieder mal ein Gegentor für Fürth. Hier nochmal schön herausgespielt. Die nächste Szene gehörte ebenfalls der Eintracht. Das ist die 38. Und mal eine Szene hier für
Erneut Lindström, der hier fast den Führungstreffer erzielt hätte für die Eintracht, noch vor der Pause, die jetzt besser sind. 1:1 geht es damit also in die Katakomben. Und zur zweiten Hälfte beginnt Frankfurt wieder schwach, denn hier hat Greuther Fürth eine Hammerchance vergeben, den Green eigentlich hätte machen müssen hier. Aber bis dato kam da nichts mehr. Wir gehen schon in die 87. Eher was passiert, das ist Boré. Der spielt auf Kamada und das ist Aché. 2:1 Frankfurt, Spiel gedreht. 87. Spielminute. Was für ein Spiel, die Gästefans und der Trainer Oliver Glasner und die Eintracht-Mannschaft selbst außer Rand und Band. Sie können es nicht glauben. 1:2. Eintracht Frankfurt dreht das Spiel dann doch noch um. Keine Chance für Buchert hier. Der kann da nichts machen. Und deshalb blieb es dann hier jetzt beim endgültigen Entschluss. 0 Punkte für Greuther Fürth. Am Ende blieb es beim 2:1 für Frankfurt. Wenn auch glücklich, aber schon irgendwie auch verdient. Glückwunsch. Zweiter Sieg der Saison.